Papiernix Papiertheater spielt Abu Hassan, eine 1811 von Karl Maria von Weber komponierte Oper. Sie spielt in Bagdad zur Märchenzeit von Tausend und einer Nacht. Abu Hassan und seine schöne Frau Fatime stecken wegen ihres luxuriösen Lebenswandels tief im Schuldensumpf, ohne zunächst einen Plan zu haben, wie sie ihre Schulden begleichen sollen. Da kommt Abu die rettende Idee. Weil es üblich ist, dass der Kalif bei einem Todesfall die Bestattung bezahlt, schlägt Abu seiner Fatime vor, dass sie nacheinander dem Kalifen und der Kalifin eine Nachricht über ihr Ableben überbringen. Fatime willigt ein und geht sogleich zur Kalifin, um in Tränen aufgelöst für Abus Beerdigung eine hübsche Summe zu erbitten. Zur selben Zeit dringen die Gläubiger in ihre Wohnung ein, allen voran der gierige Geldverleiher Omar, der die größten Geldforderungen hat. Omar begehrt Fatime und will Abu Hassans Notlage ausnutzen und Fatime zu Liebesdiensten überreden. Abu bestärkt Omar in diesem Ansinnen und erreicht so, dass Omar alle anderen Gläubiger auszahlt und nun der alleinige Gläubiger ist. Omar erhofft sich so einen schnellen Erfolg bei Fatime. Nun ist Abu an der Reihe, dem Kalifen vom Tode Fatimes zu berichten und ebenfalls einen Betrag zu erbitten. In seiner Abwesenheit erscheint Omar und nähert sich in eindeutiger Absicht Fatime, die zum Schein auf sein Werben eingeht, ihm schmeichlerisch alle Schuldscheine abnimmt und ihn dann im Schlafgemach einschließt. Als Abu heimkommt, erzählt sie von ihrem Fang. Er spielt eine Racheszene vor und will Omar umbringen, der in seinem Gefängnis vor Angst schier vergeht. Der Kalif und seine Frau können sich unterdessen angesichts der widersprüchlichen Nachrichten nicht darauf einigen, wer jetzt nun tatsächlich gestorben sei. Abu oder Fatime. So machen sie sich zu Hassans Haus auf, um sich persönlich Gewissheit zu verschaffen. Als sie dort eintreffen, stellen sich Hassan und Fatime tot. Der Kalif will wissen, wer von beiden zuerst verstorben sei und setzt für die richtige Antwort 1000 Goldstücke aus. Überglücklich springt Abu Hassan auf und erbittet die fällige Summe, denn ihn habe zuerst der Tod ereilt. Da erwacht auch Fatime wieder zum Leben. Der Kalif und seine Frau amüsieren sich köstlich, verzeihen den Schwindlern und lassen ihnen das Geld zukommen.